Paul ist 17 Monate alt und ein kleines Wunder. Wenn er nicht so ein Kämpfer wäre, wäre er heute nämlich gar nicht auf der Welt. Das war ein ganz klassischer Ultraschall, der Papa zum ersten Mal dabei, so richtig. Und wir dachten, ah ja, jetzt sind wir Junge oder Mädchen. Der Arzt damals hat gesagt, das Fruchtwasser fehlt. Und dann hat sich so nach und nach erschlossen, was das überhaupt für eine Endkonsequenz hat für ihn, nämlich dass er nicht überleben kann. Da hat es einen natürlich völlig den Boden unter den Füßen weggezogen. Im Endeffekt wurde uns dann gesagt, also wir können uns zwischen zwei Optionen entscheiden. Entweder wir treiben den Kleinen ab oder wir entscheiden uns für eine stille Geburt. Das heißt, er wird spätestens bei der Geburt versterben oder kurz danach, weil er dann ersticken wird, weil ohne Fruchtwasser sich die Lunge nicht entwickeln kann. Das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Uschi und Dominik bereiten sich auf eine Beerdigung vor. Als wir erfahren haben, dass Paul es nicht schafft, haben wir uns so eine Schatztruhe sozusagen gekauft. Wir haben so Grabbeigaben, die uns geschenkt wurden, mit rein. Zum Beispiel so ein Stern, der ist gemacht aus so Stoff, den meiner Oma gehört hat. Doch dann finden sie durch Zufall einen Arzt, der ihnen helfen will. Uschi bekommt Fruchtwasserauffüllungen und Paul kämpft. Man hat auch bei jeder Auffüllung wieder gemerkt, danach gab es erstmal Rambazamba im Bauch, weil yippie, jetzt kann ich. Für mich war es schön, ihm was Gutes tun zu können. Es wird einem zwar gesagt, es geht ihm gut, solange im Bauch ist, aber man kann ihm nicht helfen. Und dann, ein paar Monate später, schafft der kleine Paul das beinahe Unmögliche. Er kämpft sich ins Leben. Jeden Tag beweist er seinen Eltern aufs Neue, wie stark er ist. Weil seine Nieren nicht richtig funktionieren, muss er über eine Sonde ernährt werden. Und er bekommt Dialyse. Jede Nacht. Trotzdem. Ich bin jeden Tag wieder dafür dankbar. Er ist sehr lebhaft, glücklich. Er spielt sehr gerne. Und ich glaube, das kommt ihm insgesamt zugute, dass er so gut mit der Situation zurechtkommt. Mit Paul hatten Uschi und Dominik unglaubliches Glück. Deswegen wollen die zwei jetzt anderen Eltern in ähnlichen Situationen helfen. Sie haben einen Verein gegründet, der jetzt offiziell von den BR Sternstunden unterstützt wird. Doch das wissen sie noch nicht. Bis jetzt. Die haben das gecheckt und ihr seid mit aufgenommen und werdet auch mit den Sternstunden weiter verbunden sein und die werden euch helfen. Da freust du dich auch, gell? Ja. Ui. Und dann habe ich noch eine zweite Überraschung für Sie. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre BR Sternstunden. Zusammen mit Sascha Selemann habe ich den offiziellen Song dazu geschrieben. Und darin geht's um Kämpferkinder, wie Paul. Deswegen sind Uschi, Dominik und Paul die allerersten, denen ich das Video dazu zeige. Ich wünsche mir, dass du fliegen kannst und ein Schwert durchs Leben tanzt. Ich wünsche mir, dass du spielst. Dass du fliegen kannst, unbeschwert durchs Leben tanzt. Ich wünsch mir, dass du spielst.